Peace, Leute, alles klar bei euch. Ich bin's, Estel, und willkommen zur dritten Folge der Road to FIFA 17 Challenge versus Dr. Erhano. Ja, ich bin zurück aus Berlin von der IFA. Wahrscheinlich haben die einigen, der eine oder andere das von. Wahrscheinlich hat der eine oder andere das mitbekommen. Der Doktor und auch ich waren in Berlin auf der IFA 2016 bei der Expert Soccer Challenge und wir konnten den dritten und den vierten Platz belegen. Der Doktor den dritten, nicht den vierten Platz. Während des ganzen Wochenendes haben wir zweimal gegeneinander gespielt und ich unterlag in beiden Spielen im Best of Three 2-1. Und ja, deswegen müssen wir gucken, dass wir den Doktor wenigstens bei der FIFA 17 Challenge schlagen. Und ihr seht im Hintergrund auch schon, wie ich das Team zusammengebaut habe, den Draft. Im Zeitraffer, ich habe ja letztens gefragt in den Kommentaren, wie ihr es haben wollt und viele meinten, ich soll das wenigstens im Zeitraffer zeigen. Habt ihr jetzt hier im Hintergrund und wir gehen jetzt auf das komplette Team ein. Also ich habe einen starken Ronaldo, Benzema und Messi vorne drin und dahinter einen Team of the Year Pogba. Also ich hatte die Wahl zwischen Team of the Year Pogba und Team of the Year Modric und ich musste einfach Pogba nehmen, weil der einfach, ja, der Team of the Year Pogba ist für mich der krasseste Mittelfeldspieler im FIFA 16. Und Pogba ist sowieso einer meiner Lieblingsspieler im Real Life, deswegen ging es da einfach nicht drum rum. Und jetzt habe ich zu viel geredet. Ihr könnt natürlich wieder, wenn es euch gefällt, dem Video einen Daumen hoch lassen und wir springen ins erste Match. So, jetzt habe ich das erste Team voll verpasst, weil ich wieder mit dem Handy beschäftigt war. Mann, nimm mal diese Handysüchtigen. Messi, Team of the Year Messi. Elfmeter. Was? 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 Der hat sich an. Was? Was? Ronaldo ist da. Ronaldo macht das 1-0. Viel zu einfach. Eieiei. Ja, das war einfach viel zu einfach. Mit einer Balltäuschung kommt er mir vorbei, also. Und da ist das 1-1. Das war jetzt ein Fehler von ihm. Da ist Rakitic und da ist das 2-1. Unsere zentralen Mittelfeldspieler machen hier die Tore. Messi, ganz schön, wie er da nach innen zieht. Messi, 3-1. Da haben wir den Ball auf Lionel de Messi. 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 Messi, Tor, 4-1, so sieht's aus, der ist auch von außen durch und es gibt den nächsten Elfmeter und auch die rote Karte, probieren wir es nochmal mit Ronaldo, der ist jetzt perfekt getreten in den Winkel, 6-1 und es gibt den nächsten Elfmeter und den haben wir nochmal da oben rechts hin. Den hauen wir nochmal da oben rechts hin. Uff, der macht der doch noch das 8-2 und das auch eigentlich auf eine schöne Art und Weise. Schönes Tor da von ihm. Wir gewinnen das erste Spiel 8-2, ab geht's ins zweite. So, zweite Runde gegen dieses klasse Team. Messi, das geht ja viel zu einfach. Ich mache den ersten nicht rein, den zweiten mache ich dann doch rein. Eine Minute und 15 Sekunden waren da gespielt. Und da steht es 1-1. Schlechter Ballverlust von mir da in der Mitte. Ein Pass auf seinen Stürmer und es steht 1-1. Einfach schlecht verteidigt. Stark von Paul Pogba. Pogba ist da! Pogba ist da! Let's go! Pogba will's nochmal wissen. Pogba! Pfosten! Und der Rage Quit. Wir sind in Runde 3. Auch ein schickes Team. Aguirre jetzt auch vielleicht außen, okay, aber trotzdem ein schickes Team. Messi auf über die Außen, auf und davon gegen Maxwell. Messi ganz klar schneller. Messi zieht schön nach innen. Messi, 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 Messi. Gegen Maxwell und Maxwell. Bleibt cool, aber wir führen dann doch noch 1-0. Und es ist der Schlusspfiff. Wir sind im Finale. Let's go. Finalgegner. Wow. Ziemlich blau. Aber nur 57 Chemistry. Trotzdem ist er im Finale. Das höchsten Chemie, das ist immer so eine Sache. Pogba. Schön gespielt hier. Pogba jetzt auf Benzema. Jetzt, das ist super gespielt. Benzema 1-0. Obwohl das eigentlich viel zu früh abgeschlossen war. Ich hätte noch viel weiter gehen können. Und es gibt keinen Elfmeter.
Schon wieder nicht. Also der grätscht mich einfach von hinten um, ne? Und das ist einfach fantastisch. 2:0 in der 84. Minute und somit gehe ich davon aus, dass wir auch diesen Draft gewinnen. Ja, glücklich, dass der Ball dabei Thiago Silva auch noch durch die Beine geht. Aber Rakitic macht das einfach fantastisch. Ja, und dann haben wir auch in der dritten Episode alle 4 Matches gewinnen können. Wir gucken jetzt, was noch in den Packs ist. Im ersten Pack ist nichts drin, nur Dreck. Dann haben wir ein 50k-Set. Schauen wir mal, was da drin ist. Komm schon, Freunde der Sonne. Wir haben Martinez vom FC Bayern München. Also auch hier wirklich nichts drin. Naja, Freunde, wenn euch das gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen hoch, da abonnieren nicht vergessen und natürlich den Link vom Doktor unten in der Beschreibung abchecken und seine Folge auschecken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace out und ciao!